Eines Tages kam Mutter viel zu spät von der Arbeit nach Hause. Sie meinte zwar, dass sie noch einkaufen gehen musste, aber das lasse ich hier so nicht durchgehen. Schließlich langweilen wir uns hier den ganzen Tag. Also wollte ich ihr eine Lektion erteilen. Als erstes habe ich ihre Hose mit meinem Fell beschmiert. Aber das war nicht genug, also habe ich mich mit Apollo abgesprochen und wir haben ihre Lieblingsdeko kaputt gemacht. Sie hatte gehofft, dass diese komischen Blumen es doch überlebt haben, aber nein, das haben sie nicht. Als nächstes bin ich dann auf den Kühlschrank geklettert, der eigentlich abgeholt werden sollte. Und da es aber noch nicht passiert ist, habe ich mir den als Schlafplatz ausgesucht. Mutter sagte zwar, ich darf das nicht, aber genau deswegen bin ich jetzt hier. Und ihre Bitte, darunter zu gehen, habe ich gekonnt ignoriert. Später habe ich dann mit voller Absicht den Sessel vollgeflauscht. Na gut, ich schlafe zwar immer auf dem Sessel und er ist immer vollgeflauscht, aber diesmal habe ich mir besonders viel Mühe gegeben. Und als ich dann rausgehen durfte, habe ich extra viel Rasen gekaut, damit ich es ihr später alles auf der Couch auskotzen kann. Ich glaube, mir ist sogar schon schlecht. Am nächsten Tag haben wir uns mit Apollo noch eine Strategie überlegt, wie wir sie ärgern können. Aber Leute, das ist wirklich unterste Schublade. Nein, ernsthaft, wir haben die unterste Schublade aufgemacht mit der frischen Bettwäsche, wo wir dann reingeklettert sind. Ja, okay, ich bin reingeklettert. Apollo hat nicht reingepasst, weil er zu dick ist. Kann jemand dieser Katze sagen, dass er auf Diät muss? Jedenfalls habe ich dann dort die ganze Wäsche vollgeflauscht. Danach war ich echt müde und musste mich erstmal hinlegen. Nur keine Sorge, meine Augen sind zwar müde, aber mein Geist ist wach. Aber solange ich hier rumliege, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wie ich mich noch an meine Mutter rächen könnte.